Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und verschiedene für euch in Shadowlands unterwegs. Und so wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Heute geht's um ein schickes Toy, was wir uns hier in Sarah Mortis spielen können. Und zwar habe ich das schon einmal rausgesucht. Das heißt einmal Translokationsmatrix der Mittler. Und was macht das? Bringt euch zurück nach Ring des Schicksals. Sprecht mit einem Gastwirt an einem anderen Ort, um eure Heimat zu ändern. Ihr seht schon, das ist einfach ein zusätzlicher Ruhestein. Beziehungsweise kein zusätzlicher, sondern es ist einfach eine andere Anzeige von eurem Ruhestein. Heißt, ihr könnt nicht zweimal euch porten, sondern euer Ruhestein-Effekt, der ja normalerweise relativ langweilig ist. Moment, gehen wir mal ein bisschen näher ran. Also hier der normale Ruhestein-Effekt, ne? Und damit können wir den so ein bisschen aufpimpen. Können Sie jetzt mal aktivieren und seht ihr, dann kommt dann so eine Scheibe hoch mit so einem Haufen Lichteffekte und damit porten wir uns dann. Theoretisch könnt ihr euch mit diesem zusätzlichen Ruhestein-Treu euren Ruhestein nehmen, wegschmeißen, das in die Leiste ziehen, spart ihr euch dementsprechend einen Slot im Inventar. Den Ruhestein könnt ihr euch immer wieder bei einem Gastwirt nachholen. Gut, wo kriegen wir das Ding jetzt her? Das kriegen wir einmal hier aus Sarah Mortis, hier unten im Lager die Zuflucht auf den Koordinaten 34, 64. Und dort gibt es den Händler hier an dem Stand dran. Der schimpft sich Vilo und das ist der Rüstmeister von der Fraktion hier, die Erleuchteten. Und wenn ihr da einen ehrfürchtigen Ruf habt, könnt ihr das Toy kaufen für 4000 Gold. Ja, das Einzige, was ihr jetzt vielleicht nur wissen solltet, wie farmt man am besten den Ruf hoch, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Es gibt eine Weekly-Quest, die bringt euch 1250 Ruf die Woche. Da müsst ihr einfach so einen Balken füllen, indem ihr Rares quasi umklopft, Kisten aufmacht, Daily-Quests absolviert oder World-Quests abschließt. Dafür kriegt ihr, wie gesagt, 1250. Dann kriegt ihr durch die drei World-Quests jeden Tag ein bisschen Ruf. Und zwar, ich glaube, das sind 125 müssten das sein, die ihr da bekommt. Und ja, dann haben wir noch ein paar mehr Möglichkeiten. Ihr könnt dann einmal noch die Rares töten. Es sind nicht immer alle da am Tag. Es ist immer nur so zwei Drittel der Rares sind jeden Tag verfügbar. Das switcht immer so ein bisschen. Und die Rares bringen zwischen 10 und 15 Ruf. Die stärkeren bringen dann 15, die schwächeren bringen 10 Ruf. Zusätzlich könnt ihr dann noch hergehen und in den Raid reingehen. Im Raid an sich kriegt ihr nochmal 50 Ruf pro Boss, den ihr tötet. Beziehungsweise gibt es ein paar mächtigere Gegner, also ein paar mächtige Trash-Mobs. Die bringen auch nochmal 50 extra Ruf. Ich persönlich mache es so, dass ich jeden Tag mit meinen zwei Chars einmal die drei World Quests mache. Das reicht eigentlich vollkommen aus, um dann auch den Weekly-Balken zu füllen. Und dann hat man ganz entspannt mit drei World Quests, das dauert vielleicht 10, 15 Minuten am Tag, wenn überhaupt, dementsprechend den Ruf so nach und nach hochballern. Wer natürlich mehr machen will, kann die Rares killen, kann im Raid X-Bosse umhauen, um da nochmal ein bisschen was extra zu kriegen. Ist aber nicht unbedingt notwendig. Zusätzlich gibt es auch noch einen Vertrag, den man sich drauf machen kann über einen Inschriftenkundler. Da gibt es dann immer noch 10 extra Ruf, wenn er zum Beispiel eine World Quest abschließt. Gut, das war es eigentlich mit dem kleinen Videoguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich damit ein bisschen weiterhelfen. Also sollte es der Fall sein, würde ich mich freuen, wenn ihr positiv bewertet. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila, bis dann. Ciao.